Howdy, partners, and welcome back to Michigan, USA. How are you today? Hope you're fine. Marcel, Kai. Hallo. Und wie in der letzten Folge angekündigt, hat Marcel uns eine Aufgabe gegeben, wir sollen die Pumpstation finden und beladen. Er hat auch gesagt, dafür sollte der Tank voll sein, weil wir von unserem Truck umladen müssen. Es reicht aber auch mit unserem Truck, ja, wir müssen jetzt nicht da noch einen Tankauflieger mitnehmen. Nö, also ich hab's auch nur gesehen, ich hab's selber noch nicht gemacht. Ach so, das hast du gar nicht gemacht? Ne, derjenige, der das gemacht hat, der hat das zum Beispiel mit dem Scout gemacht. Ach so, ja, dann machen wir vielleicht eins mal mit dem Ballonreifen-Truck nachher. Aber jetzt fahren wir erstmal mit dem hier los und dann können wir uns das mal angucken, wie viel Sprit da in die Pumpen wirklich rein muss. Wie weit ist denn deine Reparatur am Flussufer? Ich bin auf dem Rückweg mit dem Ersatzteil, ich muss mich gleich durch den Fluss wieder kämpfen. Und es wird Gott sei Dank schon wieder Nacht. Ist auch schön, wie die Sonne untergeht. Ja, hervorragend. Also das Bild ist hier oben schön auf dem Berg, wenn ich so Richtung Tal gucke mit dem Sonnenuntergang. Also hier ist Matsch, hier ist es unten dunkel und oben dunkel. Hier ist überall dunkel. So, hier muss das irgendwo sein. Entwässerung. Finde die Pumpe am Stil. Ne, das ist sie nicht. Moment. Da. Okay, das kriegen wir hin. Jetzt würde ich mir gerade einen Tempomaten wünschen. Guck mal, muss er hier links lang. Okay. Und ich brauche auf jeden Fall noch mehr Beleuchtung hier. Na, das gibt's leider für den International nicht. Ja, das ist echt schade. Das wäre nicht noch so eine feine Sache. Guck mal, eine Pumpe habe ich gefunden. Aber ich kann ja gar nichts machen. Okay. Muss man die erst irgendwo annehmen, ne? Das vermute ich mal, dass du die Mission vielleicht erst annehmen musst, da wo sie startet. Aha. Warte mal, kann ich in deinen Wagenleiter, guck mal, dann kann ich die vielleicht mit deinem Offroader annehmen, ha? Wenn du damit fahren kannst, klar. Ja, der steht ja direkt daneben. Ja. Oh. Das Ding geht aber gut vorwärts. Es geht. Ah ja gut, jetzt sind wir uns auch ein bisschen im Schlamm hier. Aber der hat ja schon die drei Gänge. Mhm. Okay, die habe ich auch in allen Fahrzeugen dabei. Okay. Also allen Scout-Fahrzeugen kann ich das einbauen. So, hier wartet er irgendwo gerade, ne? Rate. Tatsächlich wieder hingekriegt, die falsche Richtung zu fahren. Das ist nur bedingt witzig. Ich sag nichts.
gesagt hast du nichts, aber gehört habe ich nicht. Ich muss jetzt im Anhängershop kurz einen Tankanhänger kaufen. So, Aufgabe anzeigen, annehmen. Dann lasse ich den Wagen wieder hier stehen, ne? Ja, Motor aus? Motor ist aus, ja. Sehr gut. Habe ich ihn gekriegt. So, holen wir das mal in den anderen LKW wieder einstellen. Da müssten wir sie jetzt annehmen können, ne? Da. Okay, sag mal, kann das sein, dass die vielleicht in der Reihenfolge abgearbeitet werden müssen? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Finde die Pumpe am Steel River, also die zeigt mir tatsächlich zuerst an. Ich fahre da mal mit. Ne, mit dem Hammer komme ich da gar nicht durch. Darf ich da nochmal deinen Wagen nehmen? Ja. Oh, der hat nur noch 49 Liter. Müsste aber im Dachaufbau Sprit haben. Das Nachtanken müsste, glaube ich, gehen. Tatsächlich. Coole Nummer. So, warte mal. Nur erstmal gucken, ob wir die bei der Quest hier die Verfolgung aktivieren können, bevor ich jetzt. Hinfahren, das wieder nicht funktioniert. Aufgabe anzeigen. Verfolgung starten. Ja. Oh, Marcel, das ist ein schönes Fahrzeug. Den behalte ich, glaube ich. Muss nur Level 10 werden. Dann kannst du dir einen kaufen. Echt? Mhm. Nee, ich muss die Kohle dafür haben. Der ist wahrscheinlich so teuer, oder? Nee, so teuer ist der, glaube ich, gar nicht. Da kannst du ja Fahrzeuge hast, die du hast, verkaufen. Das ja. Pickup, diesen komischen anderen Scout da. Ja. Oh. Ich habe mal Licht angemacht. Okay. Cooles oder Teil. Oder halt LKWs, die du nicht brauchst. Du findest ja durchgehend hier. Nächste Karte stehen ja auch welche rum. Ja. Ich würde gerne irgendwo runterfahren, aber irgendwie sieht das nicht aus. Könnte man da runterfahren. Anders mache ich das ja auch nicht. Ja, ja, das ist schon mal. Und der Vorteil ist ja, dass die Fahrzeuge, wenn du sie kaufst und verkaufst, immer derselbe Preis ist. Ach so, echt? Das heißt also, du hast überhaupt keine, musst keine Sorge haben, dass du. Machst du keinen Verlust? Kohle rausgehauen hast? Nö, also das Grundfahrzeug. Wenn du jetzt natürlich da Erweiterungen drin hast, klar, das verlierst du dann, aber der Grundpreis vom Fahrzeug ist immer dasselbe. Ja. Beim Kaufen und Verkaufen. Da hatte ich ja Glück mit dem LKW, den ich da gefunden habe, diesen Schwerlast, der so lang ist. Ja. Der nur Heckantrieb hat und einen Wendekreis wie ein Ozeandampfer. Den habe ich auch verkauft. Oh, ich bin Rang 11 geworden. Cool, Glückwunsch. Danke, danke.
Oh, ich gebe zu, Marcel, der macht schon auch Spaß. Jo. Wie gesagt, da habe ich auch die Winde eingebaut, dass er auch wenn er umfällt und Motor abgesoffen sich trotzdem bergen kannst. Da oben bist du. Ach guck mal, dann zieht der automatisch dann das, den Tank raus, sehe ich gerade. Okay. Deswegen, dann hat er das tatsächlich an dem anderen auch getan. Okay. Deswegen sind auch nur noch in der Verfolgung auch nur noch zwei drin. Da fehlt noch die in der Werkstatt. Ja, mal gucken, wo ich hier bin. Ich am schnellsten hier rechts rausfahre. Schnell über die Holzbrücke, dann sind wir doch schnell wieder Tankstelle und dann da hoch. Oder ich wähle einfach ein Fahrzeug in der Werkstatt aus. Ja, stimmt, das würde auch gehen. Dann lasse ich den, soll ich den dann hier stehen lassen mit dem Sumpf? Ja, ich ausfahren muss, können wir den muss, noch, ne? Ich muss nur nachher eh zurücksetzen, wenn wir aufhören irgendwann. Ja, das stimmt auch wieder. Dann kann ich aber auch meinen Truck nehmen, der ist nicht weit davon weg entfernt, den Offroad-Truck, der ist nicht weit von der Werkstatt weg. Und der steht ja in dem anderen Sumpfgebiet da drin. Ja, warte mal, da machen wir so. Dann stelle ich den hier eben ab. Motor abstellen, so. Und... Warte, wollte ich den jetzt stehen? Das mit der Karte drehen ist tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend, ne? Mhm. Vor allem, wenn er nicht weiß, was meint der eine jetzt oben, unten, links, rechts. Mhm. Jetzt setze ich mir aber doch mal Punkte eben. Aber ich bin schon auf dem Weg zu der Pumpe. Weil echt? Ich war ja fertig. Ach so, okay. Dann. Weißt du was? Dann fahre ich den Hammer zu den Wetterdaten. Okay, das muss ja eh jeder selber machen. Ja. Wahrscheinlich. Und da auf dem Weg müsste ja auch noch ein Tankanhänger stehen. Oh, jetzt müssen wir aber gucken, ob wir in die richtige Richtung fahren. Ja, wir stehen in der richtigen Richtung. Da durch den Fluss und da ist der Wetter da. Und da müsste. Ach ne, da unten rechts steht der Anhänger, ne? Aber da fahren wir trotzdem dann vor, weil bei den Wetterdaten dann. Obwohl, ich glaube, ich habe auch hier einen Tank dabei, oder? Guck mal, habe ich ja auch. Kann ich ja von mir aus nachtanken. Tipptopp ist das. Leute, fahren wir erstmal direkt hin. Kommst du dann auch gleich dahin? Ja, gucke ich mal. Aber wenn du die Dinger alleine machen musst, dann guck ich mal, was vielleicht sonst noch für Missionen sind. Erstmal muss ich zur Pumpe. So, ich bin mal gespannt, ob der hier auch durch den Fluss so einfach durchgeht. Das ist noch nicht zwingend sicher. Das könnte tatsächlich ein bisschen schwieriger werden. Also der Kahn ist hier einfacher durchgegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade noch fahre oder nur noch treibe. Okay. Aber er verbraucht auf jeden Fall noch Sprit. Aber da ich mit dem LKW aber gerade auch Probleme. Vielleicht hat es ja auch meine Fahrspuren getroffen. Uiuiui.
Also, ich muss mich tatsächlich schon durch den Fluss durchziehen. Mit den Windenpumpen hier. Okay, das wusste ich nicht. Und jetzt muss ich schon gucken, dass ich irgendwie den richtigen Windenpunkt hinkriege. Also dieser Kahn, das ist schon ein bisschen Cheat-Nummer gewesen, sage ich mir ganz ehrlich. Ja. Wie kriegen wir den jetzt hier wieder raus? Gucken wir mal den hier. Oh, gefährlicher Wasserstand. Na ja. So, jetzt mal gucken, dass wir den irgendwie anders ziehen, ne? Ziehen wir den mal ein Stück weiter. Okay, hier kommen wir raus. Vielleicht. Ansonsten kann ich dir gleich helfen kommen, dich rausziehen. Nein, nein, das... Ich bin gleich an der Pumpe. Ach, Moment. Gucken wir nochmal, wo wir rankommen hier. Da. Okay, also diese Ballonreifen, die haben schon was für sich. Okay. Besserung abgeschlossen. Da kann man vielleicht noch nicht bis. Oh doch, da kann man noch vielleicht ziehen. Das Wasser wird aber nicht weniger. Nee, habe ich auch nicht das Gefühl. Ist es durch den Fluss? Ich denke ja. 2 Meter kann ich hier noch alleine ziehen. Ich lasse mich einfach vom Fluss ein bisschen mittreiben. Ja, aber da vorne sollte ich rauskommen. Hammer. Also ja, es ist ein Hammer. Da muss ich ja tatsächlich bis an diese Laternenpfosten-Seite ranziehen. Ich hoffe, dass ich dann wirklich rauskomme. Ja, ansonsten komme ich gleich.
dem, meinem Scout. Ein gefährlicher Wasserstand. Jetzt fahr doch los. Das ist doch hier jetzt ein Felsen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ja, hab ich gesehen, gefährlicher Wasserstand. Der bringt mich aber jetzt nicht weiter. Ich fahr mal so leicht Richtung Fluss mit dem Scout. Ja, fahr mal leicht Richtung Fluss. Ich verstehe das nicht. Also wenn hier noch Junge wieder rauskommt, ist ja wohl der Hammer. Eigentlich müsste der jetzt hier mal in unserem Felsen greifen, aber nee, nee, der steckt richtig in der Suppe. Ja, liebe Leute, aber wisst ihr was? ich bin nicht. Aber da habe ich gedacht, man kommt hier so easy durch. Wir sind beim letzten Mal so richtig flockig hier durchgefegt mit dem Kahn. Der könnte mit dem knicken. Da haben wir gedacht, das wäre so ein Geheimtipp, ne? Geheimtipp für den Eimer, sage ich euch. Nein, er ist auch noch nicht höher gelegt. Und daran liegt das, meinst du? Mhm. Hast weniger Bodenfreiheit, setzt schneller auf. Also ich hätte total gerne, dass der gerade aufsetzt. Da hätte der vielleicht noch ein bisschen Grip. Aber das Einzige, was ich hier mache, ist Wasser schieben. Ach, ich bin schon im Weg. Mach mal den Motor aus hier. So, liebe Leute, in der nächsten Folge geht weiter und dann versuchen wir trotzdem die Wetterdaten-Gedingse hier. Ich versuche es auch mit dem Truck. So, ja, ich jetzt knallerhart. Das muss ich einfach versuchen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Bye, bye und Ade.